Also wir haben vom Auftrag her den Fokus auf Kind. Ausschließlich auf Kind. Wir machen den Kindesschutz. Bei den Erwachsenen schwätzen wir nichts dran. Also ist nicht unsere Aufgabe, eine Trennung zu forcieren oder zu empfehlen oder so. Aber wenn sich ein Mann oder eine Frau entscheidet für die Trennung, dann gibt es von uns grosse Unterstützung, indem im Rahmen der Abklärung ja auch Kinder einbezogen werden und der Prozess, weil Trennung ist ja nicht einfach, jetzt entscheide ich mich, ob dann ist alles wunderbar, sondern ich entscheide mich, ob dann, was muss ich denn alles tun. Und was heisst das für unsere Kinder, was heisst das für mich, was heisst das für mich als Vater oder Mutter, wie laufe ich den Kontakt etc. Da hat man dann natürlich eine professionelle Begleitung. Und wenn die Trennung aus dieser Gewaltsituation rauskommt, ist es oft so, dass man eine Täterberatung braucht und auch vielleicht als Opfer auch eine therapeutische oder irgendeiner Form eine professionelle Begleitung braucht. Und da ist natürlich bei einer Fachperson anders aufgehoben, als wenn man da als erleben muss. Selbstverständlich ist aber unsere Gesellschaft darauf angelegt, dass man sich seine Hilfe selber holt. Und sobald wir merken, das funktioniert, suchen wir uns ja zurück. Wir wollen ja nur dort, wo es nicht ohne uns funktioniert, nichts tun. Wir sind sehr subsidiär, das heisst, wir sind dann tätig, wenn die freiwilligen Massnahmen nicht genügend oder nicht geeignet sind. Und sobald die gehen, gehen wir zurück. In der Regel tun wir dann aber, wenn es eine sehr schwierige Situation war, noch eine Beistandschaft errichten. Und der Beistand hat dann den Auftrag, die Familie zu begleiten und alle zwei Jahre uns Bericht zu erstatten. Und da hören wir natürlich viele gute Verläufe denn im Verlauf von diesen zwei Jahren. Aber die sind wir dann nur so näher. Die sind dann halt eben delegiert im Auftrag von uns, müssen die betreut werden. Da gibt es Situationen wie zum Beispiel, dass ein älterer Teil krank ist, in Therapie muss, in die Psychiatrie. Der andere ältere Teil kann sehen, zum Beispiel ein Gewaltproblem hat. Und dann hat man vier kleine Kinder zum Beispiel. Die muss man ja dann für sich versorgen. Die müssen ja irgendwo einmal zuerst versorgt werden. Und dann geht es in der Regel in ein Heim. Nicht in eine Pflegefamilie, sondern in ein Heim, weil ein Heim weniger familiär ist. Und wenn man denkt, es sei vorübergehend, ist ein Heim gescheiter als eine Pflegefamilie, wo wieder eine familiäre Bündung entsteht, allenfalls sogar in Konkurrenz zu den lieblichen Eltern. Also Heim. Und dann sagt man zum Beispiel den Eltern, wenn die und die und die Bedingung erfüllt ist, schauen wir wieder her, ob es dann geht, dass die Kinder zurückkommen. Und dann macht vielleicht jetzt der Gewaltkranke Mann Gewalttherapie und kommt ihm vielleicht gute Zeugnisse von denen, die ihn therapiert haben. Und dann muss man dann schauen, können die Kinder jedes Wochenende anstatt nur jedes zweite zu einem, oder können sie dann auch mal eine ganze Ferie oder noch etwas länger. Also dann macht man einen sanften Übergang, wo man auch wieder auswertet. Wo man dann muss schauen, vielleicht, dass auch mal neben noch dabei ist, wo es beobachten kann, dass der nicht allein auf ihn klappt mit vier Kindern, eine ganze Woche verbringt, wo er gerne noch gewöhnt ist. Solche Sachen, so ganz praktische, pragmatische Übergänge probiert man dann zu schaffen, damit man die Kinder wieder zurückgeben kann. Weil das Ziel ist natürlich schon, wenn es nur irgendwie gescheit geht, sollen die zurück. Und die Angst vor dem Heim ist ja dann oft genau in der Krise. Jesus Gott, die eine Person ist in der Klinik, die andere ist sonst schwierig unterwegs und jetzt, ja logisch, dann muss man ja etwas tun, um einmal eine Beruhigung reinzubringen und nachher Schritt für Schritt eine bessere Situation für die Kinder zu erreichen. Wenn eine Situation am Anfang so eskaliert, dass Kinder in ein Heim müssen, vorübergehend vielleicht, also für unbestimmte Zeit, weil man nicht weiss, wie sich es entwickelt, weil man nicht weiss, wie die Eltern sich einlassen können auf einen Veränderungsprozess. Und wenn dann Bedingungen gestellt werden, wenn sie die und die Therapie erfolgreich abgeschlossen haben und können mit dem Kind gut angehen, dann können sie die Kinder wieder haben. Dann ist man ja quasi angewiesen darauf, dass der ältere Teil oder beide älteren Teile das auch machen. Auf der einen Seite kann man den Eltern sagen, schauen Sie, es ist ihr Leben und es sind ihre Kinder. Und sie müssen entscheiden,
ob sie jetzt das machen. Und dann muss man halt schauen, wie gut das geht. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, alle Leute probieren das Beste zu geben. Die wollen doch keine schlechte Eltern sehen. Die wollen auch keine schlechte Ehegatten sehen oder Partnerinnen und Partner. Also kann man ja auch da appellieren und sagen, wir sind begriffen, sie tun ihr das Beste. Das reicht im Moment nicht. Das wären die Möglichkeiten, um das Beste so zu verbessern, dass es geht. Aber mit dem Ansatz, es ist ihr Leben und ihr Kind und sie tun das Beste. Und jetzt gehen wir miteinander den Weg, kommen an viele Menschen her, an sehr viele. Wenn Eltern oder auch eine Mutter und ihren Lebenspartner oder ein Vater und seine Lebenspartnerin miteinander eine gewalttätige Beziehung haben, also wenn Gewalt entsteht oder besteht zwischen ihnen, dann sind die Kinder in jedem Fall betroffen. Sie sind betroffen einerseits, weil es auch psychische Gewalt ist, weil sie Angst haben. Das könnte jederzeit auch mal eines von ihnen müssen herhaben für die Schläge. Oder und auch, dass die anderes Opfer, wie auch der Täter oder die Täterin, so absorbiert sind von dieser Gewalt, die in dieser Beziehung besteht, dass sie zu wenig Energie haben, um effektiv dem Kind das zu geben, was es braucht. In Form von praktischen Sachen, wie schauen, hat es jetzt die rechte Schuhe zum Haus ausgehen, bis hin zu Unterstützung bei den Hausaufgaben, Unterstützung, wenn es Schwierigkeiten hat in der Schule und so weiter. Also Kraft lange nicht, um auch ein Kind mal in den Arm zu nehmen, um selber auch Zärtlichkeit zu leben, weil ja eben genau in dem Bereich, wo oft Zärtlichkeit austauscht, wenn die Gewalt besteht, dass da dann auch eine Verhärtung und so ein starkes Befassen mit dem Sehen ist, dass die Kraft und die Energie und die Zeit und die Aufmerksamkeit nur mehr langen für alles andere, was es eben brauchen für das Kind. Und damit ist das Kind immer betroffen, selbst wenn es nicht eins zu eins auch Schläge bekommt. Kinder haben selbstverständlich alle in Gewaltsituationen auch Angst um den älteren Teil, der Opfer der Gewalt ist. Weil ich meine, da geht ums Existenziell, da geht um Verletzung, da geht um Gewaltausübung physisch oder psychisch. Und da geht auch Angst nicht nur um sich selber für das Kind, sondern um den Teil, der Opfer ist. Häusliche Gewalt ist auch darum nicht Privatsache, weil in der Regel die nächste Generation davon betroffen ist und beeinträchtigt wird im höheren Mass. Und selbstverständlich muss eine Gesellschaft daran sehr interessiert sein, dass genau da eben nicht passiert, also dass die nächste Generation möglichst gesund kann heranwachsen, weil das ist unsere Zukunft. Ein Kind wird sich vermutlich am ringsten an eine vertraute Person wenden. Und da wird es Schwierigkeiten haben, weil es Angst hat, es verratet die streitenden Eltern. Und darum braucht es einen neuen Bezug, um rauszukommen. Eigentlich aus dieser Enge vom familiären Setting einen Schritt raus machen. Es wird sich vielleicht an eine Lehrperson wenden, wo sie das Vertrauen hat. Wenn sie in einer Therapie ist, an eine Therapeutin oder an einen Therapeut. Vielleicht auch an einen Freund, an eine Freundin, was dem für die dann auch nicht ganz einfach ist, weil sie dann auch ein Kind ist. Aber es wird sicher den Weg vom Vertrauten suchen. Fachpersonen aus der Schule sehen das Kind jeden Tag und sie sehen es in der Regel lang, also standen. Und sie beobachtet sehr, sehr sensibel und gut Veränderungen, die beim Kind passieren. Und sie werden zum einen eigene Mittel haben, um mit dem umzugehen, indem das Kind ansprechen, allenfalls ältere Teil oder beide Eltern ansprechen. Und dann kann es sehen, dass sie irgendwo an einem Punkt kommt, wo es merkt, jetzt können wir mit unseren Mitteln nicht weiter. Und dann hat die Schule die Möglichkeit, bei uns Meldung zu machen, Gefährdungsmeldung zu machen. Kindergärtnerinnen, Kindergärtner, Lehrpersonen, Schulleitende, Schulsozialarbeitende, das sind Leute, die mit dem Kind im Alltag zu tun haben. Sie sind Fachpersonen und sehen das Kind, vor allem die Lehrpersonen, inklusive Kindergärtnerinnen,
sehen die Kinder standalone jeden Tag. Und sie sehen natürlich am besten schon Nuancen von Veränderungen. Und sie sind am nächsten am Kind nach der Familie. Und darum sind sie extrem wichtige Personen für jedes Kind. Und sie sind auch die Personen, die reagieren können, wenn eben das Familiensystem nicht reagieren kann. Das ist ganz wesentlich. Nachbarn und bekannte Freunde, Freundinnen können, wenn sie sehen, dass in einer Familie schwierig ist, dass Gewalt besteht, in eine ganz schwierige Situation. Sie wollen zum einen das Vertrauensverhältnis aufrechterhalten zu den Mitgliedern dieser Familie und zum anderen sehen sie aber, dass sie eine Veränderung brauchen. Und da, denke ich, braucht es ein gutes Überlegen, vielleicht auch Rücksprache mit einer Fachstelle, mit einer Beratungsstelle oder mit uns, was soll ich tun? Soll ich melden, soll ich nicht melden? Wenn ich melde, dann bin ich in dem Fall weg als Freundin von der Familie. Also das sind Dilemmata, die schwierig zu lösen sind und wo man gescheiter mit neben dem einfach besprecht, bevor man daraus rausgeht. Freundinnen, Freunde von Familien, die sehen, dass in diesem System eine grosse Schwierigkeit im Bereich Gewalt oder auch sonst besteht, die können sich irgendwo beraten, bevor sie sich eine Meldung machen. Sie können auch an die KESB selber geraten und einmal anonym einfach da besprechen. Weil das beschäftigt, das ist etwas, das wohl überlegt muss sein. Wir haben auch schon nachts um 12 Uhr eine Mail bekommen, also die Mail ist um 12 Uhr abgeschickt worden, wir haben sie am anderen Morgen gesehen, die eben berichtet hat über Nachbarn. Und dann haben wir angefangen, quasi Sachen zu wegleiten und zwei Tage später kommt eine Mail, es sei alles nicht gesehen, da gäbe ja nur Schwierigkeiten. Und das ist schlecht, oder? Der hat spontan gefunden, jetzt ist schon wieder so ein Krach da drin. Vermutlich ist da Gewalt am tun und hat in der Verrückten nervös geschrieben und hat nachher gemerkt, was er macht. Es löst natürlich nicht etwas aus. Und er denkt, im Hausgang wäre es jetzt schwierig und meine Frau hat gesagt, bis du gehst, zieh da wieder zurück, das ist für mich viel zu schwierig und so und die Nachbarn sind jetzt verrückt auf mich und du weißt schon, der Mann schlägt und alles. Also das sind eben Sachen, die man gescheit vorher überlegt und nicht spontan in der Verrückten macht. Grosseltern, Familienmitglieder, Tante, Onkel, die sehen, dass in einer Familie ein grosses Problem besteht, das die Familie nicht mag packen, die kommen mit Sicherheit in einen Konflikt. Die werden sich beraten müssen vorher, bevor sie sich entscheiden, ob sie bei uns Meldung machen oder nicht. Und auch wir würden jetzt zum Beispiel mit einer Grossmutter in die Diskussion gehen und sagen, ja, sie, die Schwierigkeit ist dann, dass sich dann die Leute nur an sie wenden können im Moment. Also sie fallen aus dem System als Ressource, sie fallen weg. Und dann muss man vielleicht überlegen, sagt man eben anderem, sie sollen nicht melden und so weiter. Damit nicht nahe Menschen verlustig gehen dem System. Ah, interessant. Das ist ganz wichtig, weil wir arbeiten nachher ja auch mit den Ressourcen, die ein System hat. Und wenn die Ressource abgeht, weil wir involviert werden, ist ja da wirklich niemandem dient. Also das ist ein grosses Thema. Auch Familienangehörige wie Grosseltern, Tanten, Onkel, Götti, Götter tun sich vermutlich gut daran, wenn sie sich vorher beraten, bevor sie bei uns eine Meldung machen. Einfach aus dem Grund, sie fallen sonst weg als Bezugsperson, als Vertrauensperson, als Hilfe. Weil die Familie die kommt dann in einer Erschütterung, wenn dann neben von außen kommt. Und dann braucht sie ja genau die Umgebung, die Unterstützung, die sie sonst hat, vielleicht von einer Grossmutter. Und dann kann es nicht ratsam sein, dass die Großmutter die ist, die Meldung macht. Vielleicht schon, vielleicht nicht. Das kommt dann auf die Situation und auf die Großmutter an und auf das Verhältnis, das sie hat, wie offen, dass sie normalerweise mit der Familie Angehörigen umgeht, etc. etc. Das kann man nicht allgemein beantworten. Kinder und Jugendliche, die sich nach außen wenden, sogar wenn sie Opfer selber sind, haben Schuldgefühl, weil sie einen älteren Teil oder beide Eltern verratet. Das ist sehr schwierig. Mit dem müssen sie dann leben. Und sie wissen ja auch ganz genau, dass der ältere Teil, der es verraten hat, nachher in einen Job geht. Also da müssen sie viel tragen. Dazu kommt, dass das Kind ja oft gesagt bekommt, wenn es Spannungen gibt in der Familie, du bist schuld. Und da tun Kinder oft
verinnerlichen den Glaubens. Und wenn nachher sie rausgehen und Hilfe holen gehen, sind sie ja oft dann eben zum Beispiel bei uns Gegenstand von Veränderungsforderungen. Und da, dann sind sie wie schuld. Das macht es nochmal schwieriger. Also, es kann sein, dass Eltern wie auch andere Menschen meinen, ein Kind kann so etwas nicht mit über. Aber das kann nicht sein. Das ist nicht möglich. Selbst wenn es in Einzelfällen mal nicht mitbekommt, aber ein Gewaltklima zwischen einem Paar, da kann man nicht mitbekommen. Kinder und Jugendliche, die von Gewalt zwischen ihren Eltern betroffen sind, wünschen sich ganz bestimmt einfach nur eins, dass sich die Eltern vertragen.